So, da sind wir wieder bei Let's Play Resident Evil Zero und ich habe mal ein bisschen umgeräumt. Wir haben jetzt hier ein paar Sachen weniger liegen, denn ich habe herausgefunden, was das für ein Kellergeschoss war, das ich beim letzten Mal auf der Karte gesehen habe. Das ist natürlich der Eisenbahntunnel, in dem wir verunglückt sind. Und da lagen natürlich ein paar Gegenstände rum, die wir schon entdeckt hatten im Zug. Und dementsprechend wurden die auf der Karte angezeigt. Die habe ich mal mit hochholen wollen. Hab dabei allerdings festgestellt, dass es offenbar ein Maximallimit gibt an Gegenständen, die man in einem Raum hinlegen kann. Liegt vermutlich bei 10 oder so, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht durchgezählt, könnte aber ungefähr hinhauen. Und deswegen habe ich ein paar andere Gegenstände, unter anderem die, die ich von da unten hochgeholt habe, was zwei Kampfmesser und ein Greifhaken waren, hat sich übelst gelohnt, mal oben in den Besprechungsraum noch mit hingelegt. Ich wollte mir die Räume suchen, die mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit nicht von Gegnern besucht werden. Ja, Rebecca ist auch schon am Grübeln. Ja, was wollen wir ansonsten tun? Ich war ja beim letzten Mal ein bisschen ratlos. Ich habe mich mittlerweile sehr darauf versteift, dass diese Eisennadel eigentlich ein Uhrzeiger ist und habe mal meine Videos durchgeschaut nach Uhren, die ich nicht gesehen oder wieder vergessen habe. Dabei sind mir zwei aufgefallen, wobei bei der einen bin ich mir gar nicht sicher, ob das wirklich eine war. Wir schauen mal. Ich habe es bisher noch überhaupt nicht irgendwie überprüft, wie es aussieht, ob da was dran sein könnte. Ich dachte mir, das machen wir dann vielleicht jetzt hier zusammen. Liegt da was auf dem Boden? Ach nee, okay. Was ist eigentlich mit dir, Kollege? Du bleibst hier liegen oder? Ja, ach ja, stimmt, der Wasserhahn ist rostig. Das war ja das Problem hier. Keine Ahnung, was das für einer ist. So, dann gehen wir mal zur ersten Uhr, die mir in den Sinn gekommen ist. Die war nämlich hier drüben in diesem Depotraum, in dem wir auch die schwarze Statue gefunden haben. Nebenbei bemerkt, ich habe gerade zum allerersten Mal, als ich hier noch umgeräumt habe, festgestellt, dass wir eine Tür in der Haupthalle... Ah ja, stimmt, das sind Zombies. Eine runtergekommene Standuhr, dass wir eine Tür noch gar nicht überprüft haben, nämlich die Haupteingangstür. Und die ist auch durch Ritter überwacht. Überwacht, sage ich schon. Geschützt durch die Schwerter. Sie scheint keine besonderen Merkmale zu haben. Okay, das scheint schon mal nicht die richtige zu sein. Es sei denn, ich muss die einfach einsetzen. Nein, das ist nicht die richtige. Okay, das war Nummer 1 der Uhren, die mir in den Sinn gekommen sind. Ich glaube, wir können gleich hier lang gehen, oder? Ja, lass uns gleich hier lang gehen. Der Zombie ist mir mal herzlich egal. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass oben keine neuen dazugekommen sind. Hört sich jetzt auf das erste Lauschen aber nicht danach an. So, das grüne Kraut hier hätte ich mitgenommen, ne? Nochmal zur Sicherheit. Ja. Man will ja nichts unverbraucht in der Gegend herumliegen lassen. So. Dann kommen wir auch direkt wieder in den Besprechungsraum heraus. Ja, und der andere Raum, in dem ich eine Uhr entdeckt habe, der wird nochmal ein bisschen ungemütlich, denn dieser Raum ist der mit den Kakerlaken drin. Achso, da ist es vielleicht ein bisschen doof, hier lang zu gehen, fällt mir gerade auf. Ja, lass mal umdrehen. Wir gehen lieber über die Haupthalle. Denn der Aufzug bringt mir insofern nicht viel, dass Billy dann nicht mitkommen könnte. Und ich würde schon ganz gern mit zwei Kämpfern dahin gehen. So, ihr seht, hier liegt jetzt auch ein Haufen Scheiß rum. Ein Haufen Krempel, das sind vor allem die Gegenstände unten aus dem Eisenbahntunnel. Dann die zwei roten Kräuter und der Mikrofilm, den habe ich auch hier mit hingeschmissen. Keine Ahnung, wofür wir die Sachen brauchen, aber wir werden es wahrscheinlich irgendwann noch herausfinden. So, und dann schauen wir uns das Ganze doch mal an hier. So, den Raum hier drüben hatten wir ja schon zur Gänze erkundet. Da hatten wir ja den schönen Granatwerfer drin gefunden. Hier oben sollte es theoretischerweise nichts mehr geben. Geh mal weiter. So. Und dann werde ich mal mit Rebecca auf das Schrotgewehr wechseln. Denn wir müssen Insekten vernichten. Kommt, meine Kleinen.
Oh, ach stimmt, hier war ja noch dieser Krähenraum davor. Ja, ja, ja. Krähen können mich mal. So, wir gehen schnell durch. So, jetzt aber. Insektenvernichtung. Jawohl. Gut, zwei Schuss wären mir lieber gewesen, aber ist in Ordnung. Okay, das war bloß mein eigener Schritt. So, dann können wir nämlich auch mal die was ist denn los? Polizeimunition? Ja, die Pistolenmunition natürlich einsammeln. Die Zahnräder gehören sicher zur großen Uhr. Sie scheinen keine besonderen Merkmale zu haben. Große Uhr? Das klingt schon mal gut. So, erstmal sammle ich das kurz ein. Diesen Raum habe ich ja überhaupt nicht untersucht. Da bin ich ja einfach nur durchgerannt mit Rebecca. So, und ich habe nämlich diese Uhr hier entdeckt, als ich mein Video nochmal angeschaut habe. Ich will aber nochmal ganz kurz hier die Ecke untersuchen. So, da ist der Aufzug. Hier liegen die Viecher rum. Aha, aha, eine massive Uhr. Der Minutenzeiger scheint zu fehlen. Na, bingo. Ach, traumhaft. Schön, wenn es so gut läuft. Eine massive Uhr. Zeiger bewegen? Ja, denn wir haben... ja, in einem Dokument die Zeit 8.15 Uhr gefunden und ich würde sagen, die stellen wir dann doch mal ein. Den Minutenzeiger nach rechts. Bitte weiter. So, die 15 haben wir schon mal. Stundenzeiger. Die 8, da gehen wir lieber über links herum. So, und dann würde ich sagen, Sesams, öffnet euch. Ah! Klick! Klick! Es ist nett, dass die Türen sogar nochmal zeigen, die sich öffnen dadurch. Ich meine, ich hätte es auch so noch gewusst, wo die Türen liegen, aber nett. So, damit hätte sich dieser Raum dann offenbar auch schon erledigt. War aber nochmal wichtig. Wer hätte das gedacht? Gut, und dann machen wir uns wieder zurück in die Haupthalle. Ja, ja, Vögel, Vögel, Vögel. Schnell, 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 bevor hier irgendjemand attackiert wird von den Raben. Gut, und dann hoffe ich mal ganz stark, dass im Erdgeschoss im Westflügel kein neuer Gegner von diesen Ekelglibberviechern gekommen ist, sondern dass es tatsächlich was gebracht hat, dass wir den schon weggeräumt haben. Ich habe nämlich keine Lust, da sinnlos Munition verschwendet zu haben, ehrlich gesagt. Die Viecher haben ja doch ganz schön was gefressen an Munition, das war schon heftig. Beziehungsweise das eine Vieh. Den zweiten am Pissoir, den habe ich ja gleich mal stehen lassen. So, wo gehen wir denn hin als erstes? Ich würde sagen, erstmal gehen wir runter, denn ich glaube, hier liegt noch ein Schuss Gewehrmunition herum, den ich dann gerne noch ins Gewehr auch stecken möchte. Ist es nur einer oder sind es mehr? Nein, das doch nicht. Wer braucht den Benzinkanister? Kein Mensch. So, das möchte ich haben. Schauen wir mal rein. Es ist genau ein Schuss. Sagen wir mal so, besser als nichts. Den nehmen wir gerne mit. Ich schau mal kurz, wie es platztechnisch aussieht. Ja, ich überlege nämlich gerade, ob ich die Molotow-Cocktails mal mit einsack. Ich habe ja insgesamt nicht mehr so viel Schuss parat, deswegen wäre das vielleicht gar keine so schlechte Maßnahme. Allerdings ist es platztechnisch natürlich auch wieder delikat. Ich mach's mal. Wir haben noch 3 Slots frei. Hoffen wir mal, dass das für alles reicht, was wir da irgendwie noch einsammeln können. So, jetzt schauen wir erstmal auf die Karte. Wir schauen uns erstmal auf der Karte an, wie die Ecken aussehen, die wir jetzt betreten können. Siehst du mal, hier unten ist es bloß ein Raum. Und oben ist es auch bloß ein Raum. Na, na sowas. Okay, dann fangen wir gleich hier unten an. Und finden mal heraus, ob hier tatsächlich alles Glibberviecher frei geblieben ist. Ich hoffe.
Ach, die Viecher sind noch da, okay. Aber das ist nicht so schlimm. Billy, Billy, Billy. Billy, Billy, hörst du auf, hier rumzuschießen? Ich gehe einfach mal durch. So, er hat sich's noch anders überlegt. Sehr gut. Okay. Wir verschwenden noch keine Munition an die Dinger. Zombies? Normale Zombies. Okay, dann wechsle ich mal auf die Pistole. Ich hoffe, das reicht. Wir werden es sehen. Blind schießen ist immer doll. So, wie sieht's aus? Es scheint noch jemand zu leben. Es schien noch. Nein, es lebt immer noch jemand. Ach nein, er ist bloß noch ein paar Schritte weitergegangen ohne Kopf. Das ist legitim. Das kann man so machen. Wenn man da Spaß dran hat. Solange mir nicht noch irgendwie auf Keks geht, ist es völlig in Ordnung. So, Billy, wie sieht's denn aus mit Schuss bei dir? Ahahaha, das sieht gar nicht mehr so gut aus. Soll ich dir was geben? Ich weiß es nicht so richtig. Ach ja, komm. Kann ich das direkt... Nein, das war nicht der Plan. Hätte ich mir eigentlich auch denken können, dass das nicht funktioniert. Direkt in die Waffe rein. So, kurz gewechselt, kurz kombiniert, kurz wieder zurückgegeben. Und dann sieht's pistolenschusstechnisch schon sehr, sehr schlecht aus. Billy, hast du noch eine Pistole in der Hand? Nein, hat er nicht. Natürlich, weil ich ja aus Versehen gewechselt habe. So. Ein Projektor. Das ist gut. Da können wir nämlich mal den Mikrofilm demnächst einwerfen. Ja, ein Mikrofilmprojektor. Hätten Sie einen Mikrofilm, könnten Sie ihn hier abspielen. Danke für den Hinweis. Wer hätte das gedacht, dass ich einen Mikrofilm für einen Mikrofilmprojektor brauche? Was haben wir denn hier für freundliche Gesellen an der Wand? Fotos verschiedener Leute. Haben die wohl etwas mit Umbrella zu tun? Davon ist auszugehen. So. Ach, danke. Munition ist immer sehr hilfreich. Man kann nie genug Munition haben in diesem Spiel. So. Dann würde ich sagen, sollten wir mal den Film holen. Weißt du was, Billy? I'll go. Ja. Du bleibst gleich hier. Das kann Rebecca auch allein erledigen. Dann müssen wir nicht zu zweit gehen und ich muss nicht riskieren, dass Billy hier wieder den Wildwestschützen spielen will. Gegen die kleinen Biester hier unten. Die sind aber schon ziemlich aggro, muss ich feststellen, ne? Die haben es sofort auf uns abgesehen, wenn wir hier durchkommen. So. Den Film habe ich natürlich oben hingeschmissen, dann wollen wir ihn auch mal da wegholen. Und dann schauen wir mal, ob da irgendwas Interessantes drauf ist. Oder ob das jetzt nur Kram ist. Könntest du mal... Rebecca? Danke. Einmal am Standleuchter hängen geblieben da. So. Da. Das nehmen wir mit. Ob wir diesen Greifhaken jemals wieder brauchen werden? Ich weiß nicht, ob sich das jetzt wirklich gelohnt hat, den Scheiß da hochzuholen. Von unten aus dem Kellerloch. Ich meine, die Messer... Es ist immerhin eine Waffe, die man mal benutzen könnte, wenn man sehr wenig Munition hat und dafür sehr viele Heilkräuter und nur Zombies als Gegner hat oder so. Dann könnte man riskieren, ein Messer zu benutzen. Ansonsten ist es doch eher nicht zu empfehlen. Naja, schauen wir mal. So, wieder kleiner Spießrutenlauf durch die Glibberviecher. Und jetzt wollen wir doch mal wissen, was sich da auf diesem Mikrofon verbirgt. Ich denke mal, hier kommt irgend so ein Zombie-Geheule oder sowas, aber das ist bloß der Projektor. Let's go! Okay. Weiß nicht, ob es so gut ist für den Projektor, wenn man den laufen lässt die ganze Zeit. So, nur noch mal kurz schauen, ob wir auch davor stehen. Dann werfen wir das Ding noch mal ein.
Projektor benutzen? Ja, bitte. Aha, das ist der Besprechungsraum, oder? Ein Bild von irgendeinem Raum. Okay, ich ahne, worauf es hinausläuft. Wir brauchen noch einen zweiten Mikrofilm, auf dem dann irgendetwas angezeigt wird. Also es wird wahrscheinlich drüber gelegt, so wie das aussieht. Gut, brechen wir ab. Das Ding kann von mir aus drin bleiben. Sieht für mich jedenfalls stark danach aus, da es ein Mikrofilm A war, vermutlich wir brauchen einen Mikrofilm B. Den legen wir dann auch noch zusätzlich rein und dann werden wahrscheinlich irgendwelche Markierungen über die anderen drüber gelegt, die uns dann mehr Aufschluss bieten. Billy, lass es! Das kennen wir ja eigentlich aus Resident Evil 1 so ähnlich auch schon. Da hatten wir eine Dia-Show gefunden. Und die hatte einfach nur die Produkte, also die Wesen, die so erzeugt wurden von Umbrella, gezeigt. Und dann hat man noch einen roten Filter drüber gelegt und hat dann auf einmal zusätzliche Infos. Ich nehme mal an, so ähnlich wird das auch sein.